Que pasa! Herzlich willkommen zu Iron Mike Bodybuilding und heute zerstören wir endgültig die letzte Illusion über Testo Booster. Ja Leute, was soll ich noch sagen? Ich habe das Video Supplement Verarsche gemacht. Da habe ich euch alle möglichen Supplements genannt, die ihr bitte nicht kaufen sollt, weil sie einfach scheiße sind. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtiger ist, weil ich tatsächlich auch im Laden zum Beispiel mitkriege, dass die Nachfrage nach solchen Supplements immer noch sehr groß ist. Und weil ich auch hier und da in Foren lese, dass Leute sogar auf diese Supplements schwören. Dass es vielleicht Sinn machen könnte, wenn ich einfach mal auch mit Evidenz dafür komme. Und deswegen gehen wir jetzt so die gängigsten Vertreter der Testosteron-Booster durch, inklusive der wirklich vorhandenen Evidenz, und dann können wir ja nochmal über alles sprechen. Vorab, ich wollte sagen, eigentlich sollte No Goes im Gym Teil 2 erscheinen, aber mein lieber Daniel hat es einen neuen Kern geholt, liebe Grüße an Timeless Cut Production. Also denkt nicht, das war eine einmalige Sache, No Goes im Gym geht weiter und zwar nächste Woche wird gedreht, freut euch drauf und danke für das geile Feedback darauf. Also jetzt kommen wir endlich zu den Testo Boostern. Was sind Testo Booster? Eigentlich weiß es jeder von euch mittlerweile, denn jeder von euch hat schon mal davon gehört und es sind Pillchen, vielleicht sogar Pulver, das dir verspricht, dein natürliches, dein eigenes Testosteron nach oben zu jagen, so dass du dir keine Steroide spritzen musst, um dein Testosteron hochzujagen und eine Leistung wie auf Steroiden zu erhalten. Geil, oder? Das heißt, wenn das funktionieren würde, würde doch keiner mehr stoffen. Punkt 1, aber das ist ja was ganz anderes. Und dann sagen andere, nee, es ist ja gar nicht so stark, sondern es ist ja nur so das bisschen, das merkt man dann schon und hier und da. Und auch hier werden wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie es denn damit aussieht. Ich habe mir 4 sehr bekannte Vertreter vorgenommen, denen sowas nachgesagt wird. Zum einen haben wir Maca, dann haben wir den absoluten Klassiker Tribulus Terrestris, dann haben wir die Geheimwaffe, der Geheimtipp Boron, ein etwas neuerer Stoff, und dann haben wir den doch sehr mittlerweile schon gefestigten Tipp D-Aspartic Acid, also D-Asparaginsäure, denn die ist ja körperintern wirklich an der Testosteronsynthese beteiligt und da ist dann alles ganz klar und das muss ja funktionieren und so weiter und so fort. Leute, schaut euch das mit mir an. Ich weiß, die meisten von euch wissen schon längst, worum es geht, aber vielleicht ist es auch, damit du in der nächsten Diskussion mit jemandem, dem du vielleicht ein paar Euro sparen willst, argumentieren kannst. Und dann kannst du ihm entweder dieses Video zeigen oder ihm einfach erzählen, wie viel Evidenz es tatsächlich dafür gibt, dass die wirken, nämlich gar keine. Und dass es Evidenz dafür gibt, dass sie nicht wirken. Und die zeige ich euch jetzt. Also, kommen wir doch einfach zu Maca. Und bei Maca ist es ein ganz kurzer Ausschnitt. Leute, ich bin Peruaner. Maca kommt aus Peru. Wenn es nach uns Peruanern geht, ist Maca das Geilste überhaupt und kann alles. Man muss hier aber die Kirche im Dorf lassen. Maca ist tatsächlich ein Aphrodisiakum. Also es ist wirklich für die Libido gar nicht schlecht und so weiter. Und es ist da gar nicht verkehrt. Und es hat da auch ein paar sehr schöne Effekte. Aber tatsächlich, und das kann man hier nochmal, das kann ich euch einblenden. Tatsächlich kann man über Maca sagen, Maca ist eigentlich der einzige Testosteronbooster, der wirklich 0,0 Effekt auf irgendwelche Hormone hat. Also man kann Maca tatsächlich sogar nicht hormonell, also mit keiner Wirkung auf Hormone schimpfen. Während die meisten anderen Testosteronbooster zumindest irgendwie ankratzen an dieser Wirkung. Und warum das dann trotzdem kein Testosteronboost ist, wenn sie das tun, werde ich euch natürlich auch sofort erklären. Also, nur um das nochmal klarzustellen. Bei Maca ist tatsächlich glasklar und sonnenklar, dass Maca überhaupt keine Wirkung auf die Testosteronlevels hat oder auf GH und so weiter und so fort. Und somit natürlich auch nicht auf den Muskelaufbau und eben alles, was dem dann so folgt und nachgesagt wird. Meine Quellen sind wie immer der Supplement Researcher x7.com. Da werden einfach Studien zusammengetragen und dort kann man dann wunderbar einsehen, wie die Beweislage zu all diesen Sachen ist. Könnt ihr natürlich gerne auch mal selbst reinschauen. Aber kommen wir doch mal dazu, was ich gerade gesprochen habe. Jetzt, wo wir gehört haben, Maca hat nicht mal einen Einfluss auf irgendeinen der Testosteronkomponenten. Was mag denn das heißen? Das Testosteron in unserem Körper besteht aus 3 Komponenten. Wir haben 2 Drittel, die bestehen aus eng gebundenem Testosteron. Also 2 Drittel des Testosterons in unserem Blut sind dieses eng gebundene Testosteron. Und dieses ist wiederum gebunden an das Sexualhormon Binding Globulin, also SHBG. Und das bedeutet für uns ganz einfach, unser Körper kann damit nichts anfangen, was uns irgendwas bringen würde. Das steht uns nicht zur Verfügung. Dann haben wir 1 Drittel davon, das ist unser lose gebundenes Testosteron. Das wiederum ist albuminabhängig und das bedeutet für uns, dass wir es unter Anstrengung benutzen können. Das klingt ja schon mal ein bisschen besser. Also 1 Drittel des Testosterons können wir unter Anstrengung benutzen.
Der dritte Komponent ist das sogenannte freie Testosteron. Wir reden hier von einem winzigen Prozentsatz von 1-4%. Dieses schwirrt quasi einfach so frei herum und unser Körper kann es abrufen. Das Enzym 5-Alpha-Reduktase wiederum spaltet es dann herunter auf Dihydrotestosteron, DHT. Das haben bestimmt manche von euch schon gehört. Und das ist ein sehr potentes androgenes Mittel für uns, um quasi diese ganzen Effekte hervorzurufen, die wir von Testosteron eigentlich so kennen. Die sind dann eher so auf DHT zurückzuführen, kann man sich vorstellen. So, jetzt ist noch ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass dieses abrufbare Testosteron, das für uns wichtig ist, eine Kombination aus dem lose gebundenen Testosteron und dem freien Testosteron darstellt. Warum erzähle ich euch diese behinderte, komplizierte Scheiße? Ganz einfach deswegen. Wir müssen verstehen, dass so gut wie jeder Testobooster meistens, wenn überhaupt, nur Wirkung auf einen dieser Komponenten hat. Und die ist schon verschwindend gering. Und hier wiederum können wir uns doch dann selbst ausmalen, was es für uns eigentlich bedeutet. Und das ist auch, was die Studien uns zeigen werden. Nämlich, dass der Effekt quasi nicht existent ist. Er ist wirklich nicht signifikant. Denn wir haben entweder nur einen Effekt auf das freie Testosteron oder nur auf das Testosteron selbst, auf einen dieser beiden Komponenten. Und das wiederum bringt uns nichts, weil die Kombination einfach nicht entsteht, die uns quasi zu diesem Enhancing Testosteron Ding bringt, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Zu diesem wirklich Testosteron, das wir so kennen, zu den Effekten, die wir uns davon so versprechen. Und nachdem wir das geklärt haben, würde ich sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal den nächsten Klassiker an, nämlich, das hat jeder von euch schon gehört, Tribulus terrestris. Tribulus terrestris gehört zu den Kräutern aus der ayurvedischen Lehre. So, geschmückt ist Tribulus terrestris mit allerhand guten Taten und guten Wirkungen, die da so bei rumkommen sollen. Natürlich die uns am bekanntesten ist. Es ist ein Testosteron-Booster. Dein Testosteron-Level steigt, du kannst besser Muskeln aufbauen, besser Fett verbrennen und die ganzen anderen Effekte, die wir natürlich noch kennen, Libido-Steigerung und so weiter und so fort. Fakt ist, auf der Seite der Libido-Geschichte sind die Effekte zumindest in wirklich zig Studien mit Ratten und ich glaube in so ungefähr einer Studie mit Menschen auch belegt worden und das gilt dann auch für die erektilen Dysfunktionen, bei denen das ein bisschen gegenhalten konnte, aber da auch eher in Tierstudien, das sieht man hier auch. Und das bedeutet also schon hier ist es so, dass man sagen kann, okay, es ist Libido steigernd, also das wird man tatsächlich auch merken, das ist auch das, was quasi du merkst, wenn du zum Beispiel Tribulus terrestris nimmst und denkst, boah krass, da ist ein Testoboost oder so, das ist eine kleine Libido-Steigerung, die da ist. Und wie gesagt, wie wir hier gesehen haben, sagt die Studienlage nicht mal, dass es dir helfen könnte, wenn du eine erektile Dysfunktion hast. Also, dass es darauf positive Effekte hat, ist bei Menschen quasi auch noch nicht wirklich klar. Beziehungsweise es gibt so gut wie keine Beweise dafür. Und bei Tieren hat es hier und da mal funktioniert. So kann man es einfach feststellen. Das heißt also, sogar hier könnte man sagen, naja, nicht schlecht in dem Bereich, aber immer noch nicht das Nonplusultra. Und beziehungsweise nicht schlecht, ist glaube ich ein bisschen übertrieben, ihr habt es gerade gehört, ne? Also ich nehme nicht schlecht zurück. Und wenn wir uns aber hier diesen unteren Abschnitt angucken, wird es eigentlich sehr interessant. Ich lese es einfach kurz vor. Despite the above promise as an adaptogen and libido enhancer, studies investigating tribulus in sports performance have all failed to find benefits. So. Und das heißt schlicht und einfach, dass in allen Studien über sportliche Performance und alles, was damit zusammenhängt, keine Vorteile festgestellt wurden. Und das ist so einfach schon Totschlag Nummer 1. Also man kriegt hier nochmal explizit gesagt, bevor es zur Evidenz kommt, wir haben natürlich noch die Evidenztabelle, dass es in Bezug auf Sport und sportlichen Output bzw. sportliche Leistungen und alles, was damit zusammenhängt, keine Effekte hat. Und wenn man hier jetzt einfach mal diese Tabelle mit der Evidenz nimmt, dann ist gleich als erstes Testosteron aufgelistet. Und hier kann man auch ganz deutlich sehen, direkt im ersten Satz, dass da steht, not influenced. Also es bedeutet, die Supplementation, so steht es auch ganz genau da, könnt ihr jetzt nachlesen, von Tribulus hat keinen Einfluss auf den Testosteronwert eines Mannes. Es gibt dann weiter unten den Abschnitt, wo man sagt, es gibt winzige kleine Effekte auf die Libido und so weiter und so fort in bestimmten Fällen, wie zum Beispiel postmenopausal bei Frauen und so weiter. Aber hier wiederum auch gleich drunter nicht signifikant. Und was will man eigentlich noch mehr haben als so etwas? Man kann hier sogar, und das sieht man, habt ihr wahrscheinlich eben gerade gesehen, ich kann es auch jetzt nochmal einblenden, man kann sogar auf die Studien klicken und die sich einzeln durchlesen und bekommt dann auch den Rahmen dieser Studien vorgelegt, wie ist das Ganze durchgeführt worden, was wurde da gemacht und dann kann man selber noch entscheiden, ob man das für glaubhaft hält oder nicht, kann ich aber gleich sagen, hier werden in der Regel wirklich nur gute Studien verwendet. Kommen wir doch zu der Geheimwaffe der
Argumentatoren für Testosteronbooster, nämlich D-Aspargin-Säure, D-Aspartic Acid. D-Aspartic Acid ist ein Aminosäurenregulator der Testosteronsynthese. Was bedeutet, körperintern hat D-Aspargin-Säure tatsächlich etwas mit der Testosteronsynthese zu tun, wie wir gerade gehört haben. Jetzt ist nur noch die Frage, was passiert, wenn man das von außen konsumiert und sollte man das überhaupt und bringt uns das was? Und hier machen wir uns einfach den Spaß und gehen auch direkt mal runter auf die Evidenztabelle, denn hier wiegt der Verdacht ja am schwersten, dass es funktioniert, denn wir haben auch eben gehört, dass es wirklich körperintern ein Regulator der Testosteronsynthese ist. Es hat also etwas damit zu tun. Und man könnte ja meinen, dass wenn man mehr davon hinzufügt, dass man eine bessere Testosteronsynthese hat, eine höhere, ergo mehr Testosteron. Das erste, was hier auch behandelt wird, ist Testosteron. Und hier sieht man, dass hier drei zuverlässige Studien aufgeführt sind. Und der Text ist ganz wichtig, denn der sagt sofort, There appears to be an increase in testosterone in most subjects actually 6 to 12 days. And while this may persist to the tune of 30-60% in infertile men, so bis hier, nur ganz kurz, das bedeutet, infertile bedeutet unfruchtbar. Das heißt, wir haben 30-60%igen Anstieg bei unfruchtbaren Menschen. Was bedeutet das automatisch? Wir sprechen hier von dem ersten Anteil an Testosteron, nämlich dem, den wir nicht nutzen können. Zwei Drittel des Körpers bestehen eben aus diesem eng gebundenen Testosteron und scheinbar scheint die Wirkung explizit hierauf stattzufinden. Und sogar hier muss man sagen, innerhalb von einem Monat bildet sich das wieder zurück. Das steht im weiteren Anteil des Textes. Das heißt, wir können es erstens nicht benutzen. Klar, wenn wir jetzt unfruchtbar sind, ist es vielleicht eine Möglichkeit, die uns Hoffnung machen könnte. Aber Achtung, es wird direkt danach gesagt, es bildet sich im Laufe des Monats gleich wieder zurück und bei gesunden Männern und auch eben bei diesen Männern, die unfruchtbar sind, reduziert es sogar das freie Testosteron, was einer der Faktoren ist, den wir dafür brauchen, dass wir das Testosteron benutzen können, beziehungsweise das uns zur Verfügung gestellte Testosteron quasi kommt. Wenn wir den Abschnitt weiter unten noch angucken, finden wir dann tatsächlich noch die Frage, hat es einen positiven Einfluss auf freies Testosteron? Es gibt null Studien dazu, null Belege, also es gibt nichts, was das sagt. Und auch auf nochmal Männertestosteron explizit hier, nein. Das bedeutet, also man kann wirklich sagen, auch hier, die Supplementation von D-Asparaginsäure bringt uns absolut gar nichts. Während dieser Stoff körperintern tatsächlich das tut, was wir so gerne hätten, was er auch exogen zugeführt tun sollte, wird er das leider nicht tun. Und so sind wir auch hier in der Sackgasse gelandet. Und D-Asparaginsäure, übrigens DAA, so ist die Abkürzung, ist in 90-95% aller Testo-Booster die Hauptzutat. Ist unwirksam. So, jetzt sind wir bis hierhin schon gekommen. Und ich kann euch bis hierhin verraten, so gut wie jeder Testosteron-Booster, den ihr da draußen bekommt, ist zu einem großen Anteil entweder aus Tribulus terrestris oder aus DAA. Manchmal sind noch Anteile von Fenugreek-Extrakt dabei. Erwähne ich hier gar nicht, weil wirklich, nee. Und verschiedene andere Faktoren, wie zum Beispiel gerne mal Maca und so weiter und so fort. Was wir eben gesehen haben, sind, dass eben diese Zutaten absolut kein Garant, beziehungsweise nicht mal ein Garant. Was wir eben gesehen haben, ist, dass diese Zutaten, die wirklich die Hauptzutaten dieser Stoffe sind, absolut wirkungslos für uns sind. Und das, indem ich euch gezeigt habe, dass dieses Aber, es erhöht doch Testosteron, in unserem Fall keine Rolle spielt, weil es nicht für uns signifikant ist, welches Testosteron hier erhöht wird, beziehungsweise, ich korrigiere mich, welcher Anteil unserer drei Testosteronkomponenten. Und es ist eben nicht in diesem Anteil, der für uns signifikant ist oder irgendeine Wirkung hätte. Und das wiederum belegen ja auch die Studien. Heißt also, ihr könnt die Dinger wegschmeißen, wirklich. Lasst uns nur zum Ende hin einfach nochmal die neue Hoffnung am Testosteron-Booster-Himmel Boron inspizieren. Was ist Boron, was soll es können und ist das vielleicht die Rettung unserer Testo-Booster-Produkte der Zukunft? Hier dazu noch ein interessanter Fun-Fact, dazu wird es höchstwahrscheinlich nicht kommen, denn Boron in Deutschland zu verkaufen, das ist so eine Sache, beziehungsweise deutschen Firmen ist es nicht erlaubt. Es ist da noch nicht frei und wenn überhaupt, bekommt ihr das übers Ausland. Aber tatsächlich werde ich euch auch hier gleich was zu der Studienlage erzählen und ihr könnt dann ja selber entscheiden, ob das für euch das Mittel der Wahl ist. Boron. Boron ist ein Mineral, das wir aus der Ernährung quasi mit aufnehmen und dem nachgesagt wird, dass wenn wir es in einer sehr hohen Dosierung zu uns nehmen, also durchaus viel, viel höher als durch die Ernährung, dass es dann unser Testosteron erhöhen könnte. Das ist schon alles, was es dazu eigentlich zu sagen gibt und bevor wir hier groß darüber rumreden, denn es ist auf dem deutschen Markt quasi noch nicht da und es wird euch eigentlich nicht begegnen, aber es wird von vielen ausländischen Seiten als ultimativer neuer Testosteron-Booster beworben und da möchte ich euch doch einfach mal kurz ein, zwei Human Effect Matrix Tabellenabschnitte vorlesen. Und natürlich haben wir hier gleich Free Testosterone, das ist so der erste, der ins Auge fällt und hier sieht man, es gibt eine Studie, die sagt, es gibt einen Effekt,
Aber es steht doch direkt hinten dran, wir brauchen definitiv mehr Evidenz, um das zu stützen. Das heißt, es wurde mal gesehen, aha, da ist was, aber quasi, das ist noch nichts, das reicht noch nicht. Und ihr wisst, wenn dann hinterher geguckt wird, ein wissenschaftlicher Verdacht muss sich erhärten. Er gilt erst dann als erhärtet, wenn er mehrfach untersucht wurde. Das ist hier einfach noch nicht der Fall. Das heißt, man kann darüber nichts sagen. Wenn man dann ein bisschen weiter nach unten guckt, dann sieht man auch gleich Testosteron an sich. Und hier ist gleich auch angemerkt, dass es scheinbar eine Interaktion mit Boron gibt, und zwar dies in beiden Geschlechtern, dass man aber direkt sagen kann, dass die unzuverlässig zu sein scheint. Also damit können wir nichts anfangen und darauf ist kein Verlass. Also auch hier wieder für Boron absolutes Knockout, würde ich sagen. Und deswegen, wenn man bedenkt, wie viel teilweise für diese Geschichten verlangt wird, dass ihr das vielleicht noch aus dem Ausland importieren lasst und das viel Geld kostet, ist einfach kein Effekt da. Es ist kein nachgewiesener Effekt da. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch das einfach spart. Und hier hatten wir heute eine Zusammenfassung der Testosteronbooster, der gängigsten, und die Evidenz dafür, dass das nichts bringt. Ich weiß, es gibt noch mehr, es gibt auch Bulbin und es gibt noch, wirklich, es gibt ja noch ein paar dieser Namen und ich habe mich auch mit allen beschäftigt, aber verschwindend geringe Anteile sind die eine Sache, und die andere Sache ist, wenn ich es hier nicht erwähnt habe, dann ist es einfach noch irrelevanter, okay? Und ich hoffe, das hat euch geholfen, es würde mich wirklich sehr freuen, wenn euch dieses Video einen kleinen Gefallen getan hat, auch wenn es nur ein schlagkräftiges Argument ist für den Nächsten, der sich einen Testo-Booster kaufen will, und wenn ihr davon abhalten wollt, könnte euch das helfen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr über eine Bewertung freuen, über einen Kommentar, über ein Abo und gerne auch über die Glocke. Schreibt mir mal eure Erfahrungen mit Testo-Booster. Habt ihr tatsächlich auch schon, so wie ich auch mal mit 16, 17 Jahren, einen Testo-Booster gekauft und dann gesagt, Alter, das geht ja richtig ab, ich drehe hier gerade komplett durch. Wer kennt das noch? Schreibt mir mal eure Erfahrungen damit rein. Würde mich mega interessieren. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding.